Heidiho und herzlich willkommen, Mann, zu diesem kleinen Abo-Spezial. Ja, ich hätte es gar nicht geglaubt, dass es wirklich 23 Abonnenten das möglich ist. Aber ja, eigentlich haben wir es bei 20 Abonnenten gewählt, machen das Abo-Spezial. Und ja, übers Wochenende sind klotter noch drei Abonnenten mehr eingestiegen. Ja, also zum Abo-Spezial. Wie manche bestimmt wissen, nehme ich das alles mit Vibes auf, also sprich die Emulatoren. Also PS1 Emulator. Und das seht ihr jetzt wahrscheinlich auch da oben. Das, ja, das rote Blinken. Also ich weiß nicht, ob es noch in Rennen anders sichtbar ist. Ja, jedenfalls zugänglich jetzt für die, wo es Fraps wollen, also legal und in Full-Version. Braucht es einfach da auf Fraps Pool Blockshot blablabla gehen. Ich tue den Link natürlich wohl in die Beschreibung. Ja, dort bekommt es die Versionen aus also von Fraps alle legal. Die werden immer noch gedatet, also immer, sobald die neueste Version draußen ist, wird immer Update gemacht. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich Leistung, dass dort das immer noch gemacht wird. So, ja, also wie noch gesagt, ich nehme ja alles mit Fraps auf. Natürlich tue ich es jetzt noch mit Camtasia Studio 7 rennen. Ja, oh mein Gott, er hat Camtasia Studio 7. Ja, momentan Hundelein oder das zur Verfügung. Ich bin aber schon guter Hoffnung, dass ich bald ein anderes Programm zum Rennen bekomme. Eventuell Sony Vegas Pro. Und ja, das war mal der erste Teil. Der zweite Teil. Dieses Abo-Spezial ist, falls ihr einmal Fragen habt, beziehungsweise, ja, falls ihr Fragen habt, fragt mir einfach. Den Link nochmal von Fraps werde ich natürlich in die Ding eintun, in die Videobeschreibung, beziehungsweise unter das Video. Und ja, und ich möchte mich schon herzlich dafür bedanken, dass 23 Abonnenten mich so super finden. Okay, und dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge von Bird of Fire 3 oder Jet Cocoon wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.